Ja, hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Heute mal nicht aus dem gewohnten Studio, sondern ihr seht, ich sitze hier im Auto und ich warte gerade auf meine Tochter und da nutze ich doch mal die Zeit, um über einen Punkt zu sprechen, der immer mal gefragt wird, nämlich wie das denn eigentlich mit dem Klumpenrisiko ist im Depot. Also auf was muss man achten, wenn man Optionen verkauft, welche Risiken ergeben sich, das alles und mehr jetzt im Video. Gleich noch eins vorweg, es gibt ja immer mal wieder die Kommentatoren, die dann sagen, ja, man darf ja in einem Auto kein Video aufnehmen, weil das ist ja alles so gefährlich. Deswegen für euch alle ganz beruhigend, ich stehe ja auf einem Parkplatz, der Motor ist aus, alles vollkommen entspannt, ich habe Zeit und deswegen kann ich das ja machen. Ich gefährde also keinen anderen Verkehrsteilnehmer, ne? Also hier Auto, alles ganz entspannt, alles ganz ruhig. So, Thema Klumpenrisiko. Das ist eine wichtige Frage und wir haben ja in den letzten Tagen mal ein Video veröffentlicht, wo es um die Einzelrisikoberechnung ging, also wie viel soll man eigentlich pro Trade riskieren und was ist eigentlich das Riskante dabei. Und ihr wisst ja, dass ich gesagt habe, maximal 2% bezogen auf die Kontogröße würde ich als Prämieneinnahme für einen einzelnen Trade riskieren. 2%, das ist schon ziemlich aggressiv. Also ich persönlich fahre eher so Risiken 0,3, 0,5% vielleicht bei hoher Volatilität und nicht mehr. Aber jetzt kommt eine Frage und die ist natürlich sehr berechtigt, nämlich wie ist denn das? Jetzt haben wir zwar das Risiko auf eine einzelne Position, was ist denn aber, wenn wir mehrere Positionen im Depot haben? Ist es dann nicht so, dass sich dann doch ein Klumpenrisiko gibt? Die Frage ist sehr berechtigt, weil sie stimmt natürlich. Und deswegen muss man da ein bisschen darauf achten, wie man das Ganze in der Praxis dann handelt. Ich fange mal an mit den Aktienoptionen. Da ist es offensichtlich, machen wir es so, dass es da ein Klumpenrisiko geben könnte. Und zwar ganz einfach dann, wenn wir also jetzt sagen, okay, wir haben auf Aktie A, B, C, D, E, F, G, H, haben wir jeweils Puts verkauft und jetzt bricht der Markt ein, die Volatilität steigt an, dann wird sich das wahrscheinlich auf alle Positionen auswirken. Dass so ein Einzelaktienrisiko kommt, also dass heute irgendwie eine Aktie mal ganz stark gapt und die Aktie sich dann plötzlich verfünffacht oder beziehungsweise die Option sich verfünffacht oder sowas, dass das in allen Aktien passiert, das halte ich für eher unwahrscheinlich. Da müsste schon wirklich so ein Extremereignis kommen. Und jetzt sagen ja viele, ja, aber was ist denn doch, wenn dieses Extremereignis kommt? Und ich habe viele Positionen. Und dem kann man aber eigentlich mit folgendem Argument entgegentreten, nämlich, dass solche vermeintlichen Black Swan Events natürlich niemand im Vorfeld erahnen kann, weil sonst wären sie ja keine. Was man aber sehr schön an diesen Dingen immer wieder beobachten kann, ist Folgendes. Und zwar, immer wenn so etwas passiert, also wenn wir zum Beispiel ein Ereignis haben, mit dem keiner gerechnet hat, und dann die Börsen darauf reagieren, dann passiert das in der Regel mit dem gerade herrschenden Trend. Wenn ihr euch also beispielsweise mal anschaut, eines der gravierendsten Ereignisse, an dem ich auch persönlich wo ich auch persönlich mit Positionen im Markt involviert war, waren sicherlich die Anschläge in New York am 11. September 2001. So, kurz vor Eröffnung der US-Börsen, diese beiden Flugzeuge fliegen da in die World Trade Center, die dann im Nachgang zusammenbrechen und natürlich Katastrophe. So, was ist passiert? Der US-Markt hat zugemacht. Er hat also an dem Tag, die offizielle Sitzung war gar nicht auf. Das heißt, wenn du Positionen gehabt hättest, du hättest diese gar nicht schließen können. Und der Markt ist dann, glaube ich, eine Woche lang zugeblieben, hat danach wieder aufgemacht, ist weiter gefallen und eine Woche später oder so hat er seinen Tiefpunkt gefunden. Jetzt kann natürlich niemand so ein Ereignis vorausahnen. Aber was ja hier ganz klar war, wenn man sich mal die Entwicklung anschaut, dann hat man ja gesehen, der Markt war ja sowieso in einem Abwärtstrend. Und dieses extreme Ereignis, was dann war, hat das Ganze nur verschärft und beschleunigt. Also ich persönlich habe es noch nie gesehen, dass ein Markt zum Beispiel in einem Aufwärtstrend war. Wir reden nicht von einer einzelnen Aktie, da kann sowas immer passieren. Aber wenn wir von einem breiten Markt reden, dass wir einen Aufwärtstrend haben, dann kommt so ein externes Ereignis und dann dreht der plötzlich komplett runter. Es gab ja verschiedene Dinge. Es gab vor vielen, vielen Jahren ein großes Erdbeben damals in Kobe, in Japan. Nicht nur diese Fukushima-Geschichte, sondern Erdbeben in Kobe. Wer sich da nicht mehr daran erinnert, googelt einfach mal. Und da war es ja auch so. Der Nikkei war in einem Abwärtstrend, dieses Erdbeben kam und es hat sich alles nochmal beschleunigt.
Umgekehrt gab es aber auch viele Ereignisse, dass du solche doch schlimmen Dinge hattest. Wir hatten Anschläge beispielsweise in den U-Bahnen, ich glaube in Madrid, und wir hatten dann später auch mal einen Anschlag in London, also nach 2001 irgendwann. Und da war es aber so, da waren die Märkte wieder in einem Aufwärtstrend, die Anschläge kamen, haben natürlich ganz kurzfristig, ne, für 1, 2, 3 Stunden auf den Markt gewirkt. Und danach ist aber der vorübergehende Aufwärtstrend wieder aufgenommen worden. Das heißt also, Märkte reagieren schon sehr, sehr stark auf solche Ereignisse, aber meistens ist der vorherrschende Trend viel stärker, als es so ein binäres Ereignis dann irgendwie auslöst oder dass so ein binäres Ereignis das Ganze dann irgendwie umdrehen könnte. Und aus dem Grund ist das Klumpenrisiko einfach im Optionsmarkt dann gegeben, wenn ihr zum Beispiel nicht beachtet, was der Markt macht. Wenn ihr also jetzt sagt, okay, ich verkaufe immer, egal was passiert, Put-Optionen auf Aktien und macht das auch in einem Bärenmarkt, dann habt ihr natürlich nicht nur das Risiko in der einzelnen Position, sondern dann habt ihr auch noch zusätzlich das Risiko mit all euren Positionen zusammen, also quasi sprich ein Klumpenrisiko. Das kann man einfach vermeiden, indem man die Märkte von oben herab analysiert, also quasi so aus einer Makrosicht heraus. Sagt man, die einen nennen das jetzt Großwetterlage, wir machen das über unsere Morgenroutine, gibt es ja verschiedene Ansätze. Aber dass man eben einfach sagt, okay, wenn der Markt eben anfängt, schwächer zu werden, dann baue ich einfach nach und nach Positionen ab, eröffne keine neuen mehr, mach einfach ganz, ganz wenig, damit, wenn so ein Ereignis kommt, ist eben wirklich nicht das Depot mit voller Ladung erwischt, sondern eben nur ein Teil, weil der Rest gar nicht mehr drin ist. Das bei Aktienoptionen. Bei Future-Optionen ist das Ganze ein bisschen anders. Und zwar aus dem Grund, weil man hier bei Future-Optionen prinzipiell Märkte wählen kann, die nicht sehr stark miteinander korreliert sind. Es ist natürlich klar, wenn du jetzt hergehst und sagst, ich verkaufe, sagen wir mal, Optionen auf Erdöl. Und dann verkaufe ich von mir aus Puts. Okay, wir sagen, du verkaufst Optionen auf Put-Optionen auf Erdöl. Und dann würdest du auch noch hergehen und sagen, so, jetzt verkaufe ich auch noch Put-Optionen auf Brent Oil. Ich verkaufe noch welche auf Benzin. Ich verkaufe noch welche auf Heizöl. Also von Märkten, die sehr, sehr stark miteinander korrelieren. Ne? Heizöl wird sich nicht anders als Erdöl verhalten im übergeordneten Maßstab. Dann hast du natürlich wieder ein Klumpenrisiko. Und dann müsstest du das berücksichtigen. Wenn du also sagst, ich darf in meinem Konto pro Trade, was weiß ich, $1,000 einnehmen und du willst aber eben Heizöl und Benzin und Erdöl gleichzeitig handeln, dann musst du das Ganze dritteln. Dann musst du eben sagen, okay, dann eben $300 in den Markt, $300 in den Markt, $300 in den Markt, weil sonst habe ich tatsächlich ein Klumpenrisiko. Wenn ich in jeden Tausender stecke, habe ich ja sonst 3.000 und eben nicht die 1.000 einfach nur. Der Future-Markt hat natürlich aber die Vorteile, dass du einfach Dinge miteinander kombinieren kannst, die nicht sehr stark miteinander korreliert sind. Im Aktienmarkt sind alle Märkte oder alle Aktien irgendwie miteinander verbunden. Ne? Ihr kennt den Spruch, die Flut hebt alle Boote, demzufolge die Ebbe nimmt auch alle wieder mit raus. Und das bedeutet natürlich, der breite Markt fällt, die Masse der Aktien wird auch fallen. Schauen wir uns aber mal Futures an oder die Möglichkeiten, die uns Future-Märkte geben. Da haben wir ja ganz verschiedene Bereiche, die eben nicht miteinander korreliert sind. Also, wenn jetzt morgen der S&P fallen würde, hat denn das zwingend Auswirkungen auf beispielsweise den Preis von Kaffee? Oder hat das Auswirkungen auf den Preis von Weizen? Oder hat das Auswirkungen auf den Preis des, des kanadischen Dollars? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Es gibt immer mal so Situationen, Finanzkrise 2008 beispielsweise, wo alles miteinander verknüpft war, weil einfach Liquidität aus den Märkten gezogen wurde. Und es gibt natürlich auch Future-Märkte, die miteinander korrelieren. Also es ist natürlich klar, dass der Ölpreis und die Aktienmärkte und Gold und Zinsen irgendwie so ein bisschen aneinander hängen. Aber eben, sie hängen nicht aneinander mit den Märkten für Kakao und Kaffee. Und selbst diese beiden, Kakao und Kaffee, obwohl es beide Softmärkte sind, haben nichts miteinander zu tun, weil es eben nicht geht, dass du sagst, okay, wenn Kaffee zu teuer wird, dann steigen wir auf Kakao um. Das sind zwei vollkommen getrennte Dinge. Natürlich korrelieren Getreidemärkte miteinander, also Sojabohnen und Mais und Weizen, das kannst du teilweise substituieren. Das heißt, die sind dann wieder ein Klumpen, sodass du es trennen musst. Aber auf der anderen Seite hat eben jetzt beispielsweise der Weizenpreis nichts mit dem japanischen Yen zu tun. Und deswegen kannst du in einem Future-Optionsportfolio eben sehr, sehr schön
die Risiken rausnehmen, indem du einfach sagst, du unterteilst den Markt in verschiedene Sektoren. Also fangen wir einfach mal an, sagen wir haben Energie, wir haben Aktienmärkte, wir haben Getreide, wir haben Softmärkte, wir haben Währungen, wir haben Fleischmärkte. Ne? Nehmen wir mal die. Habe ich was vergessen? Vielleicht Zinsen noch. Wenn ich Zinsen noch nicht erwähnt habe, dann ist Zinsen der siebte. Wenn ich schon erwähnt habe, dann denkt euch den Finger hier einfach weg. So, das heißt, wir haben 6 oder 7 verschiedene Sektoren, die nichts miteinander zu tun haben und nur sehr gering korreliert sind, sodass ich sagen kann, ich mache in jedem dieser Sektoren irgendeine Position, habe schon mal 7 verschiedene Positionen. Und in manchen Sektoren kannst du sogar nochmal Dinge machen, die auch nicht miteinander korrelieren. Also Beispiel, aktuell haben wir im Währungsbereich, gibt es Währungen, die eng miteinander zusammenhängen. Beispielsweise der australische Dollar und der kanadische Dollar. Warum? Das sind beides Rohstoffwährungen, die sehr stark an der allgemeinen Entwicklung der Rohstoffe hängen. Das britische Pfund beispielsweise führt aber ein gewisses Eigenleben durch die Brexit-Geschichte. Der japanische Yen führt auch ein gewisses Eigenleben, weil da viel mehr die Rolle spielt, nicht was ist an den Aktienmärkten, sondern was macht die japanische Notenbank. Und deswegen kannst du also selbst im Währungsbereich 1, 2 Positionen machen, obwohl es eine Gruppe ist, ohne dass die beiden Positionen sich untereinander wehtun müssen. Also wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie eine Position im britischen Pfund und du hättest gleichzeitig eine Position von mir aus im kanadischen Dollar, dann werden die nicht allzu viel miteinander zu tun haben. Und du hast aber schon mal wieder dein Risiko oder die Wahrscheinlichkeiten verbessert, indem du 2 verschiedene Märkte handelst. Und das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel in meinen Future-Options-Portfolios immer verschiedene Märkte handle und eben nicht wie andere hergehe und sage, das ist einfach nur eine andere Philosophie, das ist jetzt nicht besser, was ich tue, sondern es ist einfach nur eine Sache, die mir persönlich besser gefällt, dass man eben sagt, okay, ich mache jetzt hier lieber verschiedene Märkte, ich beobachte lieber 30 Märkte und suche danach Gelegenheiten, als dass ich sage, ich mache nur den S&P oder ich mache nur den Euro oder so etwas. Ne? Und das ist der Grund, ist tatsächlich dieses angesprochene Klumpenrisiko. Und deswegen, wenn ihr kleine Konten habt und vorrangig Aktienoptionen handeln werdet, dann müsst ihr einfach ein bisschen stärker darauf achten, was macht der übergeordnete Markt, und müsst eben dann euer Risiko ausbalancieren, indem ihr sagt, der breite Markt ist sehr, sehr intakt, das geht nach oben, dann könnt ihr das Risiko ein bisschen höher nehmen, indem ihr mehr Positionen fahrt. Und wenn ihr sagt, okay, der breite Markt sieht eher schwach aus oder er fällt sogar, dann müsst ihr eben in diesem speziellen Segment Aktienoptionen, müsst ihr eben, wenn ihr zum Beispiel nur Putz schreibt, müsst ihr eben dann hergehen, müsst sagen, okay, dann gehe ich eben raus und fahre meine Positionsanzahl runter oder reduziere sie sogar. Andere Variante wäre auch noch zu sagen, guckt euch mal im Aktienbereich an, da gibt es ja auch eine Menge ETFs, die auf verschiedene Dinge sind. Also es gibt, ihr könnt ja auch da verschiedene Optionen schreiben auf ETFs, wie die Zinsen etwa, wie Währungen, wie Rohstoffe, also Gold, Öl und so weiter. Also auch da könnt ihr eine Diversifikation betreiben, und zwar einfach mit dem Grund, mehr Trades zu machen, damit eine größere Wahrscheinlichkeit zu haben und das Klumpenrisiko aus einem Segment rauszunehmen. Und was ihr natürlich nie machen solltet, ist, dass ihr sagt, selbst in einem intakten Markt, der, wo ihr sagt, okay, ich habe vielleicht 5 oder 6 verschiedene Positionen, dann sagen, ich setze dann alles auf eine Branche. Also ihr habt dann plötzlich nur Technologieaktien, auf die ihr Putz schreibt, oder ihr habt eben nur Banken, auf die ihr Putz schreibt, oder ihr habt eben nur Automobilhersteller. Ne? Sondern da wäre es natürlich schon immer gut zu sagen, okay, ich habe halt hier, was weiß ich, Automobil, und ich habe irgendwie einen Versorger, und ich habe Technologie und ich habe Bank und was weiß ich. Ne? Also auch da könnt ihr euer Risiko nochmal ein bisschen splitten und könnt das aufteilen, um letztendlich da mehr Sicherheit für euer Konto reinzubekommen. Aber wie gesagt, ich habe ja auch schon letzte Woche in dem Video gesagt, am Samstag, glaubt nicht, was euch viele immer weismachen wollen, dass plötzlich über Nacht hier das Armageddon hereinbricht und jetzt die Volatilitäten verrückt spielen, sondern das kündigt sich alles immer an. Wer ein bisschen die Märkte lesen kann, der erkennt das eigentlich immer zeitig genug und muss sich da keine allzu großen Gedanken machen, dass er nicht rechtzeitig aus solchen Positionen rauskommen würde.
Das war's für heute. Nächste Woche sehen wir uns wieder mit neuen Videos. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Ich warte hier noch ein bisschen. Und ja, wenn ihr Zeit und Lust habt, dann schreibt mir noch einen Kommentar hier unten rein. Abonniert diesen Kanal, verbreitet das Video. Und wir sehen uns wieder. Bis dahin, euch alles Gute. Servus, macht's gut. Bye, bye.